Armenien ist erstmals die Auswilderung eines Braunbären geglückt. Das glückliche Bärenmädchen heißt Mascha und lebt nun seit Juli in einem Schutzgebiet im Süden des Landes. Jedoch wird der erste Winter für den neuen Wildnisbewohner noch einmal eine echte Herausforderung, da es in ihrer neuen Heimat stets eine geschlossene Schneedecke über Monate gibt. Mascha ist ein Findelkind, das allein als Junges in Armenien aufgegriffen wurde. Ihr Muttertier wurde wahrscheinlich von Wilderern getötet. 9 Monate lang wurde sie danach aufgepäppelt und danach in eine dünn besiedelte Region unweit der iranischen Grenze gebracht. Damit sie menschlichen Siedlungen nicht zu nahe kommt und überwacht werden kann, trägt sie ein Satellitenhalsband. Die Menschen sind denn auch die größte Bedrohung für Mascha in ihrer neuen Heimat. Der Beginn der Auseinandersetzungen ist meist harmlos, denn Bären fressen gern Feldfrüchte, da sie Allesfresser sind. Davon sind die Bauern natürlich nicht begeistert und jagen die Räuber ihrer Früchte. Solche Konflikte werden heute mit solarbetriebenen Elektrozäunen verhindert.